Herzlich willkommen zurück bei Dark Souls. Wasserrutsche, planschen. Okay. Hätte ich da einfach raushüpfen können? Ah, da ist Blut. Ich liebe Texturenblut. Erstmal hier den Weg freimachen, wollte ich gerade sagen. Ach, hallo, liebe Quälerin. Eigentlich sind diese Steine ja super. So, mal gucken, was das bringt. Kann ich den nicht zerstören, während die den scheiß Strahl macht? Nee, kann ich wirklich nicht. Scheiße. Okay, schwierige Sache, aber ich sehe schon, wir haben jetzt endlich mal was, um dir den Bauch frei zu hauen. Verbrenn bitte nicht die anderen Steine, die muss ich gleich kaputt hauen. Seltsam. Und kaputt. Nein. So, hier verharren wir jetzt mal kurz. Und ah, das hat nicht viel gebracht. Nochmal. Na also. Oh mein Gott. Wie schlimm. Gibt auf jeden Fall gut Seelen. Danke. Und noch einmal. Ups. 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 Oh Gott, ey. Du dumm. Hier doch mal meine Fresse.
Truhe da hinten. Na, ich hätte die Chaosgestalt jetzt nehmen sollen. Und sie ruft wieder ihre kleinen Freunde zu sich. So, jetzt gucken wir mal. Friss den Zug. Sehr schön. Und einen Lebensstein erhalten. Wieder eine Gesundheitsvoll. Und Herz der Auserwählten. Ja. Errungenschaft. Genug der Pein. Zwei erledigt, zwei übrig. Vielleicht schaffst du es ja tatsächlich zum Turm. Dann fängt der richtige Spaß erst an. Und jetzt lass uns das Ding zu Samael bringen. Ja, okay. Bin ich dafür. Zurück, Reiter. Du hättest anklopfen können, aber ich schätze, das ist nicht deine Art, oder? Warum bist du hier? Dumme Frage, denn du bist der, der in mein Haus eingedrungen ist. Du warst nicht immer der schwarze Hammer. Du hast dich ins Exil zurückgezogen, ein Eremit zwischen Grabsteinen. Warum? Welche Rolle hast du bei all dem gespielt, Ultan? Reiter! Ich habe etwas für dich. Ein gutes Stück Arbeit, aber ein bisschen zu niedlich für mich. Passt besser zu dir. Oh, scheiße. Geil! Du hast meine Frage nicht beantwortet, Alter. Vielleicht mag ich ja die Umgebung, na und? Du wolltest meine Hilfe und ich habe sie dir gewährt. Wenn du weiterhin so undankbar bist, werde ich irgendwann sauer. Sehe ich aus, als hätte ich Angst vor dem Tod, Junge? Es ist nicht der Tod, den du fürchten solltest. Boah, wir sind echt scheiße undankbar. Gnade erhalten, eine wunderschön gearbeitete Pistole, die Feinde mit einem unnötigen Vorrat an übernatürlicher Munition dezimieren. Drücke RT, um sie abzufeuern. Okay.
Sehr geil, sehr geil. Ultern, Alter. Verschwindet, los jetzt. War sehr lieb von Ultern, wir haben eine Waffe erhalten. Schön, dich wiederzusehen, Reiter. Na gut, erstmal geht's jetzt zurück und wir dürften jetzt die Türen wahrscheinlich selber aufbekommen mit unserer... Oh. Sehr schön. Also, mal kurz schauen. Da könnten wir jetzt auch lang gehen. Gibt denn da irgendwas? Nichts, was wahrscheinlich jetzt für uns von Bedeutung wäre. Wir müssen zur Vulgrim-Position zurück, damit wir reisen können. Moment, ja. Vulgrim. Erstmal mit Vulgrim sprechen. Der alte Vulgrim hat etwas Neues für dich. Erhöht die Anzahl der möglichen Multiklingenangriffe mit der Kreuzklinge. Scheiße. Zornkern, direkt ein ganzer Zornkern. Oh, mit Lebensenergie. Verstehe. Erstmal die Artefakte eintauschen. Der alte Vulgrim hat etwas Neues für dich. Wir gehen aber. Wir bleiben aber unserem Weg treu. Wir haben jetzt erstmal die Waffe komplett fertig. Im Suchen. Dort, nee. RB und Dings Y. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Du verhandelst äußerst geschickt, mein Freund. Okay, so, jetzt haben wir erstmal mit dem an genug Angriffe. Wie geil. So, das Schlangenloch. Wir müssen zurück zur Kathedrale. Diesmal können wir. Direkt zur Kathedrale, also sprich zu Samael. Yay. Ich finde das sau cool gemacht. Also ganz ehrlich, das Spiel übertrifft all meine Erwartungen. Hätte ich das gewusst, hätte ich es wirklich vor Darksiders 2 gespielt, aber leider habe ich es andersrum gemacht. So. Wie kann ich, bescheidener Händler, dir dienen? Ich glaube, wir sind falsch. Wir wollten doch nicht zur Kathedrale, wo wir hin müssen, ist letzten Endes da unten. Wir müssen echt zurück zur Stadt und dann das kleine Stückchen laufen wieder. Entschuldigung. So. Hep. Und wir sind da. An der Kreuzung. So, mal kurz die Lage checken. Ach ja, klar, stimmt, wir müssen da durch. Sei gegrüßt. Vulgrim, keine Zeit gerade. Oh, krass. So. Es wird Zeit, diese Kiste auch noch mitzunehmen. Egal, die steht sonst halt nur unnötig rum.
Und das da oben, das Blaue, das ist noch... Okay. Keine Zeit mit den kleinen Viechern zu spielen jetzt. Das bringt eh nichts. So, hab. Samael, ich komm schon. So. Hier irgendwas Neues? Irgendwas, das wir vergessen haben, noch zu mitzunehmen, jetzt wo wir die Faust haben? Meine Güte. Noch nicht so wirklich. War das vorher auch schon? Waren wir da drüben? Ah ja, waren wir. Klar. Da sind wir den Weg zur Kathedrale gelatscht. Ah, da ist er doch. Hast du dich amüsiert? Krieg und der schwarze Hammer beim Taubenrupfen. Du siehst viele Dinge von deinem Gefängnis aus, Samael. Es gibt nur wenig, das du von mir verbergen kannst, Reiter. Wenn ich mich für etwas interessiere. Und was weißt du über Uriel? Ich dachte, die Reiter stünden über diesen irdischen Belangen. Sie glaubt, dass ich Abaddon getötet habe. Die Höllenwache hat ihren gefallenen Fürsten und Anführer verehrt. Und Uriel. Manche sagen, dass ihre Bewunderung nicht nur beruflicher Natur war. Sie macht vor nichts Halt, um den Verantwortlichen zu bestrafen. Ich habe gegen den Dämonen gekämpft, der Abaddon getötet hat, und er wird bestraft. Straga ist der Stärkste der Auserwählten. Kein Zweifel, dass du ihm erneut begegnen wirst. Er bezieht seine Macht aus dem Turm und bleibt ihm daher nicht zu lange fern. Mit allem, was ich dich gelehrt habe, überlebst du vielleicht sogar die Wiedervereinigung. Wessen Herz willst du haben, Dämon? Der Stygian ist der König der alten Würmer, die nun im Ascheland eine Plage sind. Es wird nicht einfach. Die Würmer gedeihen gut auf solch fruchtbarem Boden. Fruchtbar? Fruchtbar durch den Tod, Verfall. Das ganze Land ist damit bedeckt. Die Asche der Toten. Aber du könntest Glück haben. Anscheinend haben ein paar irre Dämonen damit begonnen, die Würmer zum Vergnügen zu fangen. Und sie jagen auch andere Kreaturen. Die stärksten davon lassen sie in grausamen Arenen kämpfen. Die Dämonen wollen den Stygian zähmen. Und sie wissen nicht einmal, dass in diesem Monstrum das Herz eines der Auserwählten schlägt. Wie weichen die Dämonen den Aschewürmern aus? Kennst du die Chronosphären? Ein Geschenk der Alten. Es heißt, dass man die Zeit selbst bändigt, wenn man eine Chronosphäre bändigt. Man kann dann die Zeit anhalten und sogar vor- und zurückbewegen. In der Tat. Von den alten Meistern existiert keiner mehr, aber die Dämonen haben gelernt, mit den Chronosphären umzugehen, bis zu einem gewissen Grad. Ich gewähre dir ein Grundwissen über die Chronosphären. Es ist nicht viel, aber vielleicht reicht es, um den Würmern auszuweichen. Vielleicht? Vielleicht auch nicht. Was ist in diesem Leben schon sicher, Reiter? Abgesehen von unserem Wort, natürlich. Vernichten Sie den Stygian, okay. Chronomant. Chronosphären reagieren jetzt auf Kriegsgegenwart. Entziehen Sie deren Energie, um die Zeit vorübergehend zu verlangsamen. Okay. Was sind Chronosphären? Wir werden es rausfinden. Aber nicht mehr in dieser Folge.
Hiermit beenden wir jetzt diese Folge und haben Samael das Herz gereicht. Jetzt fehlen nur noch zwei weitere Herzen. Einer, haben wir jetzt gerade erfahren, ist der, den wir am Anfang angegriffen haben, der Abaddon getötet hat. Und der andere, ja, ist der Wurm, den wir jetzt töten werden. Danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Ciao.